So, und willkommen wieder zurück zum nächsten Let's Play. Hoppala. Zum nächsten Let's Play Part von The Witcher 3 White Hunt. Ja, wisst ihr was? Ich bin gerade irgendwie drauf und dran zu überlegen. Mensch, vielleicht kann man ja sogar noch ein bisschen was mit der Grafik machen. Allgemein, gehen wir mal zu allgemein. Nvidia Hairworks brauchen wir eventuell ja gar nicht so unbedingt. Hintergrundcharaktere ist okay, Schattenqualität, ja, Wasserqualität hoch, Grasdichte hoch, Textur, Objektsichtweite, machen wir mal auf höchste. Sollte eigentlich ganz gut sein. Nachbearbeitung, gucken wir auch mal noch schnell nach. Sieht alles schicki aus. Soweit sieht eigentlich alles schick aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es läuft. Was meint ihr? Läuft's noch? Ich finde, es sind auf jeden Fall hier viel mehr Büsche zu sehen. Es sieht alles ein bisschen schicker aus. Und es läuft, glaube ich, sogar noch flüssig, oder? Was meint ihr? Also bei mir läuft es flüssig. 60p läuft auch noch flüssig. Wenn irgendwie was sein sollte, schreit er einfach rein in die Kommentare. Hey, es ruckelt zu sehr, mach mal wieder auf 30. Aber bis jetzt sieht alles schick aus. Oh. Ah, Grafikflash. Okay, wisst ihr was? Ich bin zwar kein, ich finde zwar geil, wenn die Grafik geil ist, aber ich bin nicht so unbedingt eine Grafikhure. Ja, also, es muss also nicht unbedingt die Grafik abhängig davon sein, dass das Spiel dann halt auch gut ist. Oh, ist das schön hier. Leute, schaut euch das mal an hier. Oh, herrlich. Also manchmal wünsche ich mir, ich wäre so irgendwie in so einer Welt drin. Okay, wir haben das zwar wahrscheinlich ja auch, aber es ist einfach nicht mehr halt dieses Alte. Ne? Dieses ganz Alte halt, dieses, ja, halt mit dem Bogen und so. Das haben wir ja alles nicht mehr. Wir haben Großstädte oder halt irgendwie nur Dörfer. Und das ist ja nicht so ähnlich. Cool, mir gefällt es wirklich. Also ich finde, ich glaube, das Spiel ist schon ein bisschen jetzt an sein Limit gekommen. Also ich habe eigentlich noch Raum nach oben, also Luft. Ich merke halt nur mit den, richtig, mit den 60 Frames per Second, halt, dass es anfängt ein bisschen größer zu ruckeln. Aber schauen wir jetzt mal hier am Anschlagbrett nach. Teufel in den Wäldern, die weiße Dame, die haben wir gerade erledigt, die Quest. Und hier ist wohl auch noch eine Quest. Die können wir alle annehmen, wie gemalt. Qualifizierter Maler nimmt Aufträge für Wandmalereien und Leinwandarbeitern zu beliebigen Themen und mit Inhalten nach Wunsch an. Bei Porträtbestellungen sind Schminke und Kostüme ohne Aufpreis enthalten. Auch die besonderen modischen Stile, ritanischer Honoratior und respektierte Matrone. Vincent Bernhard. Die besten Grabsteine der Stadt. Aha. Brauchen wir nicht, wir sterben nicht. Saisonarbeiter gesucht. Ah! Schauen wir mal. Vielleicht ist auch was für mich dabei. Saisonarbeiter für die Gurkenernte. Scheiße, hätte ich es mir vorher durchgelesen. In Nazir gesucht. Für bewaffneten Transport durch die Kriegsgebiete ist gesorgt. Ebenso für Kost und Logist. Für Kost und Logist. Zwei Mahlzeiten täglich. Unterbringung zu 10 Mann je. Was? Redhütte. Mit Feuerstelle und separaten Esszimmer. Tägliche Arbeitszeit 12 Stunden. Bezahlung für Handlungssache. Ah, benutzen wir einfach einmal Axi und dann klick, dann klingelt es in der Tasche. Täglich arbeite ich seit 2 Stunden, oh, ein bisschen viel. Ah nee, eigentlich arbeite ich das ja jetzt auch. Scheiße, wir hätten uns das mal vorher durchlesen sollen. Gwint hier mit hohen Einsätzen. Ah, scheiße, Gwint sollten wir auch mal machen. Jetzt aber mit einer Witwe reden. Sorry. Hohe Einsätze, ja, das ist gerade die mit dem Gwint. Ah, da ist sie. Sei gegrüßt, Hexe. Taschen. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten. Oh, was ist da hinten? Richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Den brauchen wir, den Silberdolch, damit wir den Fluch brechen können. Hey, sie ist cool. Sie hat's aufgehoben. Oh, da ist... Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken.
Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn. Aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Machen wir. Jetzt geht's ja nicht darum, ums Töten, denn wir wollen ja den Fluch selber brechen und die Frau ja erlösen von ihrem Fluch. Hat sie wahrscheinlich nicht so leicht, beziehungsweise hat sie garantiert nicht so gedacht, die Luzi. Oder Luzi, dass, wenn sie sich selber die Pulsadern aufschneidet, dass sie halt zu so einer Mittagserscheinung wird. So, wirf den Silberdolch ins Feuer, um die Mittagserscheinung hervorzulocken. Ich weiß. Wir machen jetzt hier eine Menge Nebenquests gerade, aber das ist eigentlich auch alles wichtig und ich finde die Nebenquests, die sind auch sehr abwechslungsreich. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, die Nebenquests sind jetzt so langweilig. Ich sagen kann, okay, dann würde ich jetzt die Hauptstory weiterspielen, aber es ist ja immer wieder was anderes. Okay, es war jetzt wieder eine Mittagserscheinung, aber es ist halt irgendwie anders gestrickt, also es ist ganz anders. Und das schmeißen wir jetzt einfach mal in Feuer. Burn, Baby, burn. Und ab geht die Luzi. Lass uns tanzen. Dance of Death. Genau, weiße Dame, da haben wir sie. Oh, die scheint. Wow! Die scheint wohl ein bisschen anders gestrickt zu sein, die Dame. Okay, das bringt schon mal nichts. Wir sollten uns irgendwie. Oh! Saumbombe vielleicht. Sie wird die magischen Fähigkeiten blockiert. Ich hoffe nicht, dass unsere Fähigkeiten jetzt auch blockiert sind. Was? Wieso können wir... Warum? Warum können wir sie nicht gerade treffen? Okay, Art, Igni... Quen, vielleicht müssen wir mit Quen arbeiten. Ach nee, ich meine nicht mit Quen, mit Jaden eigentlich. Scheiße. What? Jo, wir haben sie. So muss es sein. Okay, komm her. Jo, so muss es sein. Wir müssen die mit ihr anmachen. Scheiße, wo kommt sie jetzt her? Oh, kacke. Mittagserscheinung. Oh, wow. Die Aktion ist während des Kampfes nicht erlaubt. Warum nicht? Oh, hier ist doch diese Mittagserscheinung. Achso, okay, die mussten wir auch erledigen wahrscheinlich. Aua. Scheiße, hätten wir mal lieber den starken Attacke genommen. Das muss sie sein. Jawohl, komm her. Du Dame. Komm schon! Nein! Wir haben sie! Ey! Gerade noch so! Ah! Die war krass! Die war richtig krass! Scheiß Mittagserscheinung! Durchdrungener Stau, Mittagserscheinung ist Mutter gegen. Geister-Essenz, helle Essenz, zerbrochene Hake, Die Twin, Mittagserscheinungstrophäe. Haha! Alles nehmen! Ha. Sehr schön. Noch ein Geist gebannt. Kann man jetzt noch eine Schwalbe nehmen. Dann meditieren wir, dann nehmen wir noch eine Schwalbe und dann sollten wir eigentlich voll sein vom Leben. Wir sollten auch vielleicht mal überlegen, dass wir durch unsere Schwalbe mal verbessern. Das ist auch sehr wichtig, denke ich, die Schwalben zu verbessern. Denn wir kriegen ja da immer nur so ein Fitzelchen, gerade man immer wieder regeneriert und das bringt ja nicht wirklich sehr viel. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Na, aber selbstverständlich. So. Haben wir erledigt. Wir haben ja auch noch ein neues Schwert bekommen.
So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ja eigentlich ein Silberschwert. Ja. Ist es Silberschwert? Sag mal, das schaue ich mir jetzt doch mal so lieber an. Plus 5 Bonuserfahrungen bei Humanoiden. A-Zeichen, Jaden und Axi-Zeichen Intensität jeweils 16%. Und Bonuserfahrung. Und hier haben wir nochmal ein Laserschwert. Ein Silberschwert. Was 11 plus mehr Schaden macht. Plus 20 Kälteschaden und plus 1% Chance auf Einfrieren. Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die macht minus 21 Schaden. Die macht garantiert auch schon minus Schaden. Ah, Maus, dreh dich um. So, was macht die dann hier? Minus 19. He, 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 he. 285. So, was haben wir hier? 297. Sollen wir die nehmen? Wir nehmen jetzt einfach mal die Waffe. Ich kann die ja immer noch gerne aufheben. Und wenn dann irgendwie was ist, dann schreit einfach rum und schreibt einen Kurs. Ah, nein, um Gottes Willen, nimm doch lieber wieder das andere Schwert. Das macht doch bessere Zeichenintensität und so weiter und so fort. Die könnte ich nehmen, mache ich aber nicht, weil die einfach mal weniger Vitalität gibt. Ich denke mal, die Rüstung ist nicht annähernd so wichtig wie die Vitalität hier. So, die ganzen Handschuhe. 40% auf die Haltbarkeit. Hey, 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 hey. Silberschwert. Machen wir jetzt nochmal. Ha! Wie viel hat das? 69 von 70. Ja, nehmen wir einfach mal. So ist alles voll. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr gerade machen um die ganzen Schwerter und so. Ah, hier war irgendwas. Ein Moment. Auftrag, die weiße Dame. Anhang im schwarzen Brett haben wir erledigt. Auftrag Teufel in den Wäldern. Machen wir das mal. Witzel von Ignatius. Das haben wir ja gerade erledigt. Was ist das? Auftrag Teufel in den Wäldern. Verehrte Hexer, in Klammern, falls sich einer in dieser Gegend verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder in deren Besitz zugekommen... Dass die Wälder in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte. Ich bin gerade verwirrt, aber egal, ich lese weiter. Bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also dieser Wälder zur Heimatstadt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Aha. Ich heuerte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an. Zwerge waren es. Stramme Burschen. Jeder von ihnen hatte in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete, ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit und ich hoffe sehr, dass ich diese Belohnung bald jemand überreichen darf. Beste Grüße, Breen Hodge. Hey, die Aufgabe können wir vielleicht sogar machen. Hopp. Können wir vielleicht noch die annehmen? Annehmen? Ich weiß. Bitte? Einmal annehmen? Na scheiße, müssen wir selber auswählen. Nebenquest, Hex, Aufträge. Gerard hat zwar genug andere Sorgen, doch sein Bruder hat er nicht vergessen. Doch auch sein Bruder hat er nichts vergessen. Ein Beruf, der, wie ich erinnern darf, aus dem Töten von Monster besteht. Er fand eine Gelegenheit, beruflich tätig zu werden. Und was? Mysteriöse Spuren spricht mit dem Jäger. Er hielt Gerald einen außerordentlichen Auftrag. Der Jäger war wegen seltsamen Spuren besorgt, er im Wald. Siege die Gule im Dorf. Auf seine Reisen durch WLAN. Breen Hodge, ein Halbling namens Breen Hodge, hatte die Bekanntmachung, dass ein professioneller Monster schlechter Rauch. Ah, das war doch gerade eben, war? Stufe 25? Herr des Waldes. Oh, das war das gerade. Das kann man gar nicht annehmen. Hohohoho. Ich bin. Ah, warte mal. Wir hatten doch gerade auch die abgeschlossene Quest. Jetzt sehen wir die gerade noch. Kiamohen. Finde der Stachelbeeren. Finde die Hexe auf die Faust, aber befreie die Bewohner Militelis. Weilers, Baron, Rittersporn. Ach, scheiß was drauf. Okay, dann würde ich sagen, meditieren wir mal kurz eine Stunde. Zack. Jetzt haben wir wieder volle Tränke. Oh, wisst ihr was? Ich habe heute eigentlich gar keine Lust, wirklich arbeiten zu gehen, weil jetzt haben wir es gerade 21.05 Uhr. Ich muss mir jetzt noch, so blöd, dass es sich anhört,
Buletten machen und anbraten, weil es Fleisch verfällt sonst. Vom Datum her. Ich weiß, man kann eigentlich das noch drüber machen, aber man soll ja mal so sicher gehen, ne? Und, dann muss ich um 22 Uhr losfahren und fange um 23 Uhr an und, ach, das... Das geht so an diese Substanz, dieses späte Losgehen, aber es hat auch so seine Vorteile, in der Nacht so durchzuarbeiten, denn, man hat nicht mehr diesen ganzen Frühmorgenverkehr und, ist alles ein bisschen angenehmer. Ich finde ein Schiff nach Skellige. Die Quest wollte ich eigentlich gar nicht machen. Hauptquest schließen, Nebenquest, eine schwarze Perle. Das war Skellige. Meisterlicher Rüstungsschmied war auch irgendwo in Skellige, glaube ich. Sammeln sie alle, das ist Karten, egal. Novigrad können wir auch noch, ein Schwert und Knüttel geht nicht. Ein gefährliches Spiel, besorge die Karten. Finde die anderen Partner, die in der Nachricht erwähnt waren und suche nach Schlüsseln. Können wir auch noch machen, Quinch. Auge um Auge, trifft Rosh in seinem Lager. Das müssen wir auch noch machen. 1350 Schritte entfernt. Komm her, Plätze. Komm her. Braves Tier. Ist ja fein und schick gemacht. Reite mit mir geschwind in den Sonnenuntergang hinein. So, herrlich. Bin ich jetzt mal gespannt, was wir bei Rosh in seinem Lager machen werden. Ich weiß auch nicht, was mit dem König passieren soll. Ich weiß gerade leider nicht mal, wie er heißt. Der König, ihr wisst, diesen einen... den Scheißkönig. Den Scheißtypen da. Ja, ruhig, Plätze. Ganz ruhig. Vielleicht gehen wir jetzt ja extra bei Rosh an seinem Lager, um vielleicht über die Pläne... König Radovid war das, oder? Radovid, ja, doch, natürlich, Radovid war das. Vielleicht sollen wir jetzt ja über ihn reden. Vielleicht über die Ermordung von König Radovid sprechen. Very mysterious alles hier. Garantiert nur Hunde, die interessieren uns nicht. Es sei denn, ich höre Frauenschreie. Was ist denn hier los? Gut. Die scheiß Kapelle des ewigen Feuers. Los, los! Können wir hier noch irgendwas machen? Irgendwie. Alles Scheiße, können wir leider nicht ausmachen, das wäre lustig gewesen. Ich hätte mich gefragt, was dann passiert wäre, wenn wir die Fackel ausgemacht hätten, beziehungsweise den Feuerkelch da. So. Nö, kein Bock. Diesmal nicht. Ich weiß nicht, bin ich irgendwie zu overpowered gerade jetzt hier für Novigrad? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt kaum noch irgendwie... Missionen gerade für mein Level da sind, die jetzt für mich angepasst sind oder gemacht sind. Abgesehen jetzt, dass ich außersehen vielleicht Level, dass ich gerade außersehen vielleicht ein paar Missionen gemacht habe, die mehr für mein Level waren. Okay, okay, okay. Okay. Was ist hier los? Laufplätze. Oh, da ist irgendwas. Da ist irgendwas los. Da müssen wir hin. Was ist denn hier los? Geht dich nichts an, klar? Sieht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen, genau. Ich bin auf dem Gebiet ja kein Experte, aber ihr zwei seht aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Ja, das stimmt wohl. Die Scheune ist voll mit irgendwelchen Bestien. Wir haben sie eingesperrt, aber das wird nicht lange halten. Und wenn sie rauskommen, ist die Hölle los. Wir sind nicht reich. Aber wenn du das Gewürm beseitigst, bezahlen wir dich. Na klar, machen wir. Gut, ich versuche euch zu helfen. Wir lassen dich in die Scheune. Öffne die Türen, wenn es vorbei ist. Rasch, Meister Hexer, sonst kommen sie raus. Nicht diese scheiß Aalgule, diese Spikes dann verwenden. Igni, 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 Igni. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, wir haben sie alle noch erwischt, bevor sie sich verwandelt haben. Erledigt. Perfekt. Türen auf. Leichen. Die haben die Ghule angezogen. Na, wollen wir schnell noch die Sache hier klären? Nicht, dass die uns irgendwie vielleicht reinlegen wollten. So, was haben wir noch hier?
Zwergenschnaps. So. Verwendet ihr die Scheune als Friedhof? Nein. Wieso fragst du? Ich habe menschliche Überreste darin gefunden. Zahlreiche. Die haben die Nekrophagen angelockt. Das waren Banditen. Hätten sie nur Geld genommen, hätten wir uns sozusagen auf Leben und Leben lassen geeinigt. Aber als sie Hedy in die Scheune geschleift haben, hat's uns gereicht. Wir haben die Mistgabeln geschnappt und... Na, du hast ja gesehen, wie es ausgegangen ist. Ja. Wenn ihr das nächste Mal jemanden umbringt, müsst ihr die Leichen begraben. Tief. Um diese hier müsst ihr euch auch kümmern. Sonst locken sie noch mehr Leichenfresser an. Machen wir. Danke, Meister Hexer. Die Arbeit ist getan. In der Tat. Hier ist dein Lohn. Und danke für deine Hilfe. Lebt wohl. Neues Problemo. Immer wieder gerne. Und hau rück und rüber. So, jetzt geht's auch endlich mal zu Rosh in seinem Lager. So, ein Querfeld eingeht am schnellsten. Da braucht man nicht so lange diese komischen Wege da entlang reiten. So, jetzt müssen wir auch gleich da sein. Hopp. Ach komm. Hat er sich da fast festgebackt. Ich sehe den Wald voller Bäume gerade nicht. So viel ist es. Aber wir sind schon da. Gut. Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Dann bin ich jetzt mal gespannt, was er mir sagen will. Du nervst, Grauhaar. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Rosh. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich, ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten Temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden 5. Dörfler hängen. Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien.
Dafür würde ich alles opfern. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Also es geht um Wes. Weiß man nicht gerade mehr wirklich, wer Wes ist, aber es geht um Wes und wir sollen halt sie halt irgendwie wohl davon abhalten, irgendwie was Doofes zu tun. Und sollen uns beim Galgenhügel treffen. Hey! Aber das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Und ja, auf jeden Fall danke wieder fürs Zuschauen von The Witcher 3 Wild Hunt. Wie es im nächsten Part weitergeht, weiß ich auch nicht. Ist klar. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Denn wir machen jetzt mal wieder was mit Rosh gemeinsam. Das haben wir ja nur im zweiten Teil des letzten Mal was gemacht. Und muss sagen, es ist spannend. Auch wenn es nur Nebenquests sind, es ist trotzdem spannend, wie die Geschichte halt immer weitergeht. Oder wie sich das alles so ein bisschen verknüpft immer miteinander. Finde ich einfach extrem geil. Und sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao.